bin der Samuel Klein. Ich bin hier Volontario in Lima, in Peru für ein Jahr. Und ich bin, meine Einsatzstelle ist in Huánuco. Ich arbeite dort in einer Aldea Infantil. Das heißt, meine Aufgabe ist es, dort einfach für die Kinder da zu sein, die dort leben. Es sind Kinder, die aus schwierigen Verhältnissen kommen oder keine Eltern mehr haben. Ich helfe zum Beispiel beim Kochen in Modulos, bei der Betreuung der Kinder, bei den Hausaufgaben oder unterstütze die Mitarbeiter dort. Und ich fühle mich dort einfach wohl, weil ich schon richtig eingebunden worden bin. Und ich mache dort jedes Mal neue Erfahrungen, die ich so nicht machen könnte in Deutschland. Und auch wenn die Erfahrungen manchmal schwierig sind, merke ich doch immer, dass es einfach Erfahrungen sind, die wichtig sind und die ich nur dieses eine in diesem Jahr einmal machen kann. Ich bin die Rebecca Winderhalder. Ich wohne jetzt für ein Jahr in Huaura, Huacho, und arbeite in einer Institution. Da dreimal die Woche kommen Kinder zur Hausaufgabenbetreuung und allgemein zur Freizeitbeschäftigung. Und auch ab und zu machen wir immer Talleres, also Werkstätten. Und denen, hauptsächlich sind die Themen Hygiene, Ernährung, Sexualität, das Selbstwertgefühl. Weil die Leute, mit denen wir arbeiten, die wohnen ländlicher ein bisschen. Und viele kamen erst so seit kurzem, sind die aus der Sierra gekommen. Mit denen arbeiten wir. Und die Arbeit macht mir sehr viel Spaß und bereitet mir sehr viel Freude, da ja, die Kinder, die sind so offenherzig und lieb und schenken mir so viel Liebe, was mir auch immer gut tut, wenn vielleicht mal, wenn es mal nicht so gute Tage gibt oder so. Ja. Ich bin der Marvin. Ich arbeite jetzt für ein Jahr hier in Trujillo. Ich arbeite morgens in einem Kindergarten und nachmittags in einer Schule. Und dort arbeite ich mit Kindern und unterstütze dort die Lehrer. Und die Arbeit mit Kindern macht mir riesig Spaß. Ja. Hallo, ich bin die Valerie. Ich mache derzeit ein FSJ über die Erzdiözese Freiburg in Peru in der Stadt Cajamarca in den Hochanden. Ich wohne in einer Gastfamilie in anderen Verhältnissen als in Deutschland, dennoch bin ich dort sehr zufrieden. Ich arbeite in der Kindertagesstätte Mikanto, in der ich an 3 Nachmittagen in der Woche für die Kinder eine kleine Zwischenmahlzeit vorbereite und an 2 Nachmittagen eine Gruppe mit Kindern im Alter von 3 bis 5 Jahren betreue. Die Arbeit ist nicht immer ganz einfach. Ich hatte in den ersten Wochen mit der einen oder anderen Herausforderung zu kämpfen. In meiner Gastfamilie war es nicht immer einfach. Die Arbeit hat mir sehr zu schaffen gemacht. Da das Leben dort eben sehr anders ist als in Deutschland und die ersten Wochen sehr außergewöhnlich waren, wenn man bisher nur in Deutschland aufgewachsen ist. Dennoch glaube ich, dass das Jahr für uns eine spannende Zeit wird, dass die nächsten 8 Monate weiter aufregend bleiben. Und ich bin gespannt auf alles, was noch kommt.